Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Road to Glory. Es geht mal wieder rein in die FIFA 20 Weekend League zur Ligue 1. Das wahrscheinlich meistgehypteste Team of the Season. Kommt mir zumindest so vor, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Tots fandet ihr am besten. Jetzt sind ja alle raus, nächste Woche kommt noch das Best of Team of the Season. Aber das Ligue 1 Team of the Season sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmackhaft aus. Gerade wegen den drei Superstars, Ben Yedder, Mbappé und Neymar. Die will natürlich jeder in seinem Team haben. Dementsprechend habe ich mein Team auch noch mal ein bisschen umgebaut. Rechtes Mittelfeld sieht man gerade nicht so gut, spielt Saint-Maximin. Dann haben wir als linken Zehner den guten Nainggolan am Start. Den habe ich gezogen, den wollte ich natürlich unbedingt zocken. Und im Sturm Alejandro Gomez dazu noch. Linkes Mittelfeld, der gute alte George Best ist zurück am Start. Und Linksverteidiger Theo Hernandez. Ich werde natürlich zu allen dann gleich noch ein kleines Feedback abgeben. Ansonsten bin ich mir gerade aktuell nicht so 100% sicher. Ihr habt es vielleicht auf Twitter gesehen. Für die Leute, die mir nicht auf Twitter folgen, macht es unbedingt. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie ich die RTG dieses Jahr beenden soll. Wobei ich mittlerweile eigentlich einigermaßen weiß, wie ich es machen werde. Aber schauen wir uns erstmal hier diesen Gegner an. Ich stand 12-3, glaube ich. Also so schlecht bin ich wirklich seit langem nicht mehr reingestartet. Und der Gegner war halt wirklich wieder das beste Beispiel für diese Weekend League. Also die Leute machen mittlerweile wirklich alles für den Sieg. Es ist geisteskrank. Ich habe sogar gegen den Typen geführt. Er hat trotzdem nur auf Ballbesitz geschwitzt. Und ja, es ist einfach das perfekte Beispiel für die FIFA-Community momentan. Also kein Kommentar dazu. Jedenfalls hat es dieses Wochenende, glaube ich, so wenig Spaß gemacht wie in ganz FIFA 20. Kann ich jetzt schon mal sagen. Also es war wirklich der absolute Horror. Ganz, ganz übel hier dieses Spiel. Jeder hat zwei Schüsse aufs Tor. Das geht am Ende 2-1 für mich aus. Gott sei Dank, kann ich dazu nur sagen. Aber ja, wie gesagt, es wird immer schlimmer. Und nächste Woche steht das Best of Team of the Season an. Das sind dann die besten Tots-Karten in einem Team drin. Und da werden die Leute wirklich ihre Seele verkaufen. Ich weiß es jetzt schon. Und dementsprechend will ich da mein Team dann nochmal komplett umbauen. Ihr habt es am Thumbnail und am Titel schon gelesen. Ich habe mein ganzes Team verkauft nach der Weekend League. Also keiner der Spieler, die gerade in dem Team waren, habe ich jetzt noch am Start. Außer natürlich die Untradables, wie zum Beispiel ein Alisson, wie zum Beispiel ein Nainggolan oder so. Cristiano Ronaldo, Van Dijk und so weiter, alle verkauft. Dementsprechend habe ich euch auf Twitter auch nach Teamvorschlägen gefragt und das möchte ich auch ehrlich gesagt dann so umsetzen. Da waren ein paar richtig geile Teams am Start. Ich bin mir relativ sicher, dass ich irgendwas baue mit Neymar oder Mbappé, vielleicht ein Ben Yedder, irgendwas in der Richtung. Aber ich möchte definitiv mein Team nochmal komplett umbauen. Cristiano Ronaldo war eine saugeile Karte, absolut geiler Typ, aber zu 100% hat er mich nicht überzeugt, muss ich sagen. Vielleicht teste ich da auch gerne mal noch so ein Baby Eusebio, weil der einfach auch verdammt stark ist und den habe ich dieses Jahr noch kein einziges Mal gespielt. Ist der perfekte Metaspieler und gerade so einen sollte man vielleicht nochmal testen. Ansonsten sieht der Mbappé trotz halt extrem gut aus, aber alle schlagen mir immer den Foot Birthday Mbappé vor, weil einfach die 5-Star Week Foot dieses Jahr so wichtig sind wie noch nie. Es ist komplett krass, was das ausmachen kann. Ich habe am Wochenende ja den Saint-Maximin gespielt. Der hat nur noch eine 88er Bewertung. Mittlerweile ist es ja nichts Besonderes mehr. Aber trotzdem war der einfach unfassbar gut. Der hat sich extrem geil zocken lassen mit seinen 5-Star Skills, 5-Star Weakfoot. Also bei dem könnte ich mir sogar vorstellen, dass ich mir den am Ende des Jahres ins Team stellen werde. Auf jeden Fall werde ich meine Abwehr nochmal komplett umbauen. Da bin ich mir mittlerweile relativ sicher. Van Dijk war zwar extrem gut und auch De Ligt hat mir gut gefallen, aber gerade bei De Ligt gibt es mittlerweile viel, viel geilere Innenverteidiger meiner Meinung nach. Gerade was das Tempo angeht. Von dem her können wir da auf jeden Fall nochmal gut was verbessern. Und Van Dijk war zwar auch wirklich eine Macht, so ist es nicht, aber der ist halt extrem teuer. Also 1,6, 1,7 Millionen auf der Xbox für einen Innenverteidiger ist halt echt böse. Aber naja, wir standen hier 17-3 und dann ging es los. Nach 17-3 ging es wirklich los. Wir standen 12-3, haben uns dann auf 17-3 hochgekämpft und dann sind wir hier gegen Bullock gekommen. Ihr werdet den vielleicht noch kennen aus FIFA 17 Zeiten, da war der ziemlich, ziemlich stark, ist ein E-Sportler und der wurde vor kurzem auch gebannt, weil er irgendwie EA beleidigt hat oder so. Ja gut, da will ich jetzt mal nichts zu sagen, aber jedenfalls, ja, haben wir gegen den Kollegen gespielt und es lief eigentlich nicht so schlecht, aber ja, ja.
lassen wir es gut sein. Wir führen hier auf jeden Fall 2:1 mit George Best. War ein richtig, richtig schönes Tor. Aber solche E-Sportler machen vom Tor halt wirklich gefühlt alles rein. Es ist zu krass. Ansonsten kann ich euch noch sagen, ihr könnt gerne auch heute wieder bei meinem neuen Sponsor Empochi vorbeischauen. Dort sind fast alle Geschmacksrichtungen wieder ausverkauft. Relativ viele von euch haben jetzt ihre Bestellung bekommen. Und ja, soweit ich gelesen habe, seid ihr auch alle sehr, sehr zufrieden damit. Also checkt gerne Empochi ab. Günstiger als die Konkurrenz, nur 25 Euro pro Dose. Link ist oben in der Videobeschreibung. Code Julius5 für 5% Rabatt. Aktuell ist alles ausverkauft, bis auf den Geschmack Mango Passion Fruit. Also falls ihr euch dafür interessiert, schaut da gerne vorbei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und markiert mich gerne in der Insta-Story, falls ihr das gekauft habt und bei euch das Ganze angekommen ist. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann schauen wir uns hier dieses tolle Spiel an. Hier habe ich durch diese Weltklasse-Aktion von Alisson verloren. Kann man natürlich sagen, war meine Schuld. Trotzdem war es sehr, sehr ärgerlich. War gegen den Abonnenten. Und es ist unfassbar, was dieses Wochenende los war. Also ich habe gefühlt jedes Spiel gegen den Deutschen gespielt. Nach dem Spiel gegen Bullock habe ich, glaube ich, gegen 5, 6 oder 7 Deutsche hintereinander gespielt. Und auch fast jedes Mal danach eine Nachricht bekommen von wegen, ja, bin ich jetzt im Video, dies, das. Viele Leute kommen dann auch immer sofort in den Stream rein, schreiben rein, das bin ich. Viele Leute sind auch schon im Stream. Also ich werde aktuell echt jede Woche gesniped. Das kann mir wirklich keiner erzählen, dass das Zufall ist. Es ist wirklich richtig krass. Ich weiß nicht, ob EA irgendwas am Matchmaking verändert hat. Habe ich auf jeden Fall auch schon gehört, dass man jetzt irgendwie viel öfter gegen Leute aus der eigenen Region spielen soll. Ist natürlich dann dadurch gut, dass der Ping und so weiter viel besser ist und die Latenz einfach besser ist. Aber für mich persönlich ist es absolut kein Vorteil, gegen Leute zu spielen, die mich kennen, aber nicht andersrum. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel gegen so einen Bullock spiele, den E-Sportler, bin ich natürlich auch ein bisschen mehr motiviert, gar keine Frage. Deswegen werfe ich da auch niemandem was vor. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass wenn irgendwelche Abonnenten gegen mich spielen, dann schwitzen die halt wirklich doppelt und dreifach rein und das ist halt extrem nervig für mich. Ich stand 17:3, bin dann auf 18:6 gerutscht. So schlecht stand ich seit 2, 3 Jahren nicht mehr. Ohne Witz, es ist zu krass. Und auch hier nächster Gegner, Illuminaten RTG, verrät auch hier, dass es wieder ein Deutscher ist. Und immer diese Nachricht nach den Spielen, es ist wirklich zu krass. Ich meine, ich kann es keinem verübeln. Wie eben schon gesagt, wenn ich gegen irgendwie einen meiner Lieblings-YouTuber spielen würde, dann würde ich mich natürlich auch freuen. Aber für mich persönlich ist es halt wirklich unfassbar nervig. Und es war diese Woche extrem krass, wie oft ich gegen Deutsche gespielt habe. Also ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche läuft in der Best of Tots Weekend League. Aber ihr seht hier schon, der nächste Gegner, der Johnny, wird wahrscheinlich auch ein Deutscher gewesen sein, Kappa. 18:7 standen wir und damit war für mich eigentlich Elite schon gescheitert. Natürlich wollte ich dann trotzdem nochmal versuchen, da in die Richtung zu kommen. Ich glaube, der Gegner war auch echt nicht super stark. Sein Team sah jetzt auch nicht super gut aus. Nach 18:7 bekommt man dann halt auch echt nicht mehr die allerstärksten Gegner, muss man auch sagen. Wir konnten das Spiel gewinnen, standen dann 19:7. Und man sieht hier schon in der Facecam, ich war auf jeden Fall todesmotiviert, wirklich. Hier, ich weiß nicht, ob das ein Deutscher war. Der war wahrscheinlich kein Deutscher, kein Plan. Also da konnte man es jetzt eher weniger erkennen am Teamname, ob es ein Deutscher ist oder nicht. Aber die ganzen Gegner davor waren alles Deutsche. Das war zu krass. Und das war auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Schwitzer, kann man sagen. Geht hier mit 1:0 in Führung. In der 70. Minute dann der Ball auf Nainggolan, der mir übrigens extrem gut gefallen hat. Also der lässt sich sehr, sehr geil zocken, aber den kann man halt fast nicht einbauen. Das ist zu krass. Und gegen den Gegner ging es dann ins Elfmeterschießen. Ich habe in den letzten Monaten so gut wie jedes Elfmeterschießen verloren. Aber in der letzten Weekend League und in dieser Weekend League eigentlich fast jedes gewonnen. Das ist echt krass. Momentan habe ich einen ziemlich guten Lauf, was Elfmeterschießen angeht. Ich habe mich da so ein bisschen verbessert, habe mir da so eine einigermaßen stabile Taktik überlegt, wenn man das überhaupt so nennen kann. Da gehen auch auf jeden Fall Grüße raus an den guten Bene CR7, die alte Bug-Legende. Also die Elfmeter haben nichts mit Bugs zu tun, aber egal, lassen wir es gut sein. Auf jeden Fall lief es auch gegen den nicht schlecht. Wir lagen zwar mit 2 Toren schon hinten oder mit 1 Tor und ich habe mich da schon fast aufgegeben, aber wir konnten es dann letzten Endes gewinnen. Stand dann 20:7 und danach war ich so fertig, dass ich dann den Stream ausgemacht habe. Habe das nächste Spiel gestartet nach 1, 2 Stunden und direkt verloren. War auch ein Abonnent.
da kam dann auch direkt die Nachricht rein von wegen, ja, GG, hab eben noch den Stream gesehen. Oh Mann, Alter, es ist zu krass aktuell, es ist zu krass. Danach habe ich alles verkauft, Cristiano Ronaldo, De Ligt, Best, Seedorf, wir haben jetzt über 10 Millionen. Donnerstag sollten wir so 11 Millionen Coins am Start haben. Natürlich ist meine UV-Liste auch noch circa 4 Millionen wert, aber die werde ich erstmal noch behalten. Das soll es erstmal gewesen sein von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, Freunde. Macht's bis morgen gut, haut rein und ciao.